mit ihrer Fahrt über die Elbuferstraße von der Fähre Neudarchau, das liegt etwa 90 Kilometer südöstlich von Hamburg, bewegten Rüdiger und Uwe ihre Motorräder zur Eisdiele in Hitzacker. Dort fanden die üblichen Männergespräche statt. Über Motorräder, na klar, und über Rolls-Royce. Ja, genau. Ja, weil das ist alles Handarbeit. Das ist Handarbeit, das heißt im Werk, Coventry oder wo es dort war, ja, glaube ich, bauen Leute das zusammen und dengeln dann die Teile so hin, dass es passt. Das ist ehrlich, das heißt, ja, wenn die dann das Ersatzteil kauft, passt das natürlich das nicht, weil genau, die haben wir ja schon dran rumgemacht. Ja. Danach stiegen sie auf ihre Bikes und fuhren durch die Altstadt in Hitzacker. Eben ein faszinierender Ort. Uwe cruzt mit seiner Triumph Bonneville, Baujahr 2007, die aus 865 Kubikzentimetern 68 PS schöpft. Sie hat einen reinen Zweizylinder und ist ein Einzelstück mit diversen Umbauten. Alles natürlich TÜV abgenommen. Rüdiger hingegen bewegt eine Ducati 750 Supersport Nuda, Baujahr 1995, die aus ihrem 90 Grad V-Motor mit 750 Kubikzentimeter ebenfalls 68 PS holt. Sie ist leichter als die Triumph, aber eben ein Supersportler und will ordentlich bewegt werden. Kein Cruiserbike wie die Bonneville.
Danach fuhren sie zurück zum Elbdorado nach Neudarchau. Ein herrliches Fleckchen Erde, direkt an der Elbe, bei dem noch über die Elbtalaue und den wundervollen Ausblick philosophiert wurde. Total natürlich auch. Genau. Das ist ja auch alles das Biosphärenreservat. Du redest von der Elbe jetzt, ja, ne? Ja. Mhm. Und auch deswegen halt, dass das Ding hier stehen darf. Wahrscheinlich. Und das ist auch außerhalb der Ortschaft. Ja. Ja. Ja, auf der anderen Seite.